Was hast du gesagt? Nochmal? Was? Hast du was gesagt? Eigentlich nicht. Nee. Ah, ach so. Was? Ich habe mir nur gedacht, sollen wir vielleicht. Nein. Jetzt nee. Lass mal noch warten, bis. Okay. Happy Birthday, Felix. Werner, ja, Happy Birthday. Oh. Alles Gute. Alles Gute, Leander. Bin ich so frei. Wow. Felix. Perfekt. Die ist genau. Wirklich, die ist echt schön. Die ist toll, oder? Mhm. Genau so was habe ich gebraucht. Siehst du nicht? Komm, zieh gleich an. Ich weiß nicht, ob die jetzt so passt. Doch, die passt super. Komm, hier. Die Seite. Nee, warte mal. So. Okay. So, die ist super. Okay. Ich mach mal zu. Mal schau, ich bin immer ein bisschen empfindlich wegen der Enge. Mhm. Ja, warte mal. So. Passt das zusammen? Ja, schau, lass dich mal anschauen. So die. Prachtbursche. Schneidig. Und jetzt, zur Feier des Tages, gehen wir zwei einen Krapfen essen. Machen wir das. Komm. Wenn man sich das Gesagte wirklich zu Herzen, öffnen sich die Leute auch. Mhm. Ich glaube, man muss mehr Moment und zuhören. Das, weißt du, das technischen und visuellen Effekte und das Clownspielen, das können sie alle, aber zuhören, das ist die wahre Kunst. Mhm. Und wenn man es dann noch schafft, dass sich die Leute öffnen und man sie vielleicht sogar herzlich zum Lachen bringt, dann, mein Lieber, dann hast du Interview Gold. Sorry, could you repeat that? What you just said? Me? No. Him? Yeah, please. Dann hast du Interview Gold. Incredible. You got an amazing voice. Thank you. Do you already have a podcast? No. No, actually, no. We have a talk. That is great. Show. I'm Clara. I'm a producer for Studio Bomba. And would you have time this evening to come by? Yes, of course. Over. Yeah. I would like to put you together with Josh and Lissy. We have a culture podcast, and I think you would fit perfectly. That sounds great. Yeah. Thank you. The address is on the card, and I am looking forward to see you later. Thank you. Wie gesagt, die Krawatte ist gut. Also wenn du heute keine Zeit mehr hast, Felix, dann würde ich einfach allein weitermachen. Es gibt ja auch wirklich noch genug zu tun, wie man hier sieht. Und vielleicht gehe ich mir auch eine Krawatte kaufen. Ja, du hast ja gar keinen Kragen an deinem Hemd für eine Krawatte. Ah, du musst los, oder? Oder war das erst morgen? Was hat der Typ gesagt? Irgendwas im Zirkus oder? Es war eine Frau, Leander. Die machen Podcasts. Ah, ja, stimmt. Podcasts, ja. Ja, cool. Dann bis dann. Bis dann, Leander. Mhm.
Wusstest du, dass Josef Fritzl für den Unterbau seines Kellerverlieses alternativ zum Beton mit Baustahl sogenannten Faserbeton eingesetzt hat? Der Baustahl wird dann nicht mehr auf der Baustelle vor dem Betonieren der Wände eingesetzt, sondern davor in Form von kleinen Stahlfasern dem Beton beigegeben. Als sie dann das Haus abgerissen haben, mussten sie mit Sondermaschinen anrücken und zwei sehr alte Bäume abreißen, um diese überhaupt einsetzen zu können. Irre, oder? Irre. Dirk, von Truest Crimes mit Dirk. Felix, freut mich. Guten Tag. Mal gehört, dass wenn man schwanger ist, dass man alle möglichen Sachen isst, Schokolade, saure Gurken oder so, Rihanna, wie sie das immer macht, redefiniert sozusagen schwanger sein und isst Pasta den ganzen Tag. Wirklich, ne? Eine Ikone. Ja, sie erfindet natürliche Harmonie, so give and take. Give and take ist eben give das, and genau take. Das Wort. Das genau. Wort wir denn da. Genau die Worte. Genau, die und ich meine, let's be honest. Aber ich meine, da gibt es auch super Getränkmöglichkeiten. Manchmal denke ich mir noch, was macht der Leander? Leander ist eine ziemlich kleine Gestalt, ich glaube das nicht. Oh mein Gott! Lizzie Joy! Ja, das ist wirklich ein spannendes Produkt, ein super Produkt und ich glaube, es wird unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch begeistern. Sehr interessieren. Super, ja. Gleiches Gleiten mit GoGlide, dem ersten von artifizieller Intelligenz unterstützten Gleitmittel für Sie und ihn und Sie und Sie und ihn und ihn und ihn und Sie. Alles, was ich tun muss, ist mich auf goglide.io anmelden, eine Harnprobe einsenden und 4 bis 6... Wir freuen uns heute auf den Wiener Künstler Martin Granditz. Musik.
ein. Ich würde gleich mal in die Verlegenheit kommen, dir unser Studiogetränk, unseren Getränkesponsor anzubieten. Nämlich haben wir Cola Rot, wenn du das möchtest. Ja, ja? Nein, sicher. Ja. Es ist, ich habe ja auch alkoholfreies Erdbeer-Cola. Es ist schon vorgemischt. Es ist vorgemischt schon, aber... Nimm du die Flasche einfach mit schon mal. Okay. Was gut dazu passt, ja, ist Product ein Placement. So. Was gut dazu passt, ist ein Espresso. Magst du ein Espresso? Ja, auch von der Kuh. Es ist auch für uns eine Premiere. Okay, Prost. Tschüss. Prost. Oh, für schmeckt gut. Das Air Club Cola, aber gut. Hast du manchmal Angst, missverstanden zu werden? Missverstanden? Ja. Ja, die ganze Zeit, oder? Eigentlich die ganze Zeit. Ja, ich spreche auch manchmal undeutlich. Ja, aber so missverstanden werden macht ja auch Spaß. Aber missverstanden werden macht gleichzeitig nicht Spaß. Ja, man glaubt immer, man wird nicht verstanden, oder? Das ist eher so das Problem. Man glaubt, man wird nicht so wahrgenommen, wie man wahrgenommen werden will oder verstanden werden will, aber in Wirklichkeit, ja, verstehen dann die Leute eh richtig. Also nochmal, das heißt, wenn man mehr Selbstvertrauen hat, braucht man nicht die Angst haben, dass man nicht verstanden wird. Deswegen hat man wahrscheinlich auch als Künstler immer den Wunsch, zwar eine ganz klare Sprache zu haben. Und deswegen ist es natürlich ein bisschen nervig, wenn man so 1000 Sprachen spricht, so wie ich. Einmal das, einmal dieses Medium, einmal abstrakt, einmal gegenständlich. Dann ist man nicht so greifbar oder nicht so. Hat man mehr die Angst, dass man sozusagen dann nicht verstanden wird. Sicher, ich denke mir als Musiker, das wäre alles viel besser, das wird so besser zu allem passen. Zum Lebensstil, da muss man auch nicht arbeiten, da braucht man nur ein Instrument. Ja, so in der U-Bahn den Text schreiben. Ja, es ist auch direkter, oder? Musiker, das geht mir in die Breite. Als Künstler bedient man ja nur irgendwie eine Elite. Und bei Musik gibt es schon den Mythos, dass man da. Dass auch der Installateur das Eminem-Album kauft und hört und sozusagen mitbestimmt, ob man oben oder ob man funktioniert oder nicht. Du Hund, bist wach, mach mal einen guten Preis erst. Tradiham, Mongo, erspast bist Granditz, fuck you, schieb es dir in Arsch, steckst dein Arsch, Granditz. Wie das steht als Beschreibung? Nein, als Kommentare. Geil. Wie gehst du mit Kritik um? Echt? Das ist aber eh eine gute Kritik. Ja? Echt? Ja. Ja, manchmal gut, manchmal schlecht. Natürlich macht Kritik auch Spaß. Aber wenn man halt am falschen Fuß oder dann zur falschen Uhrzeit erwischt wird, ist, glaube ich, niemand sozusagen da souverän genug, dann immer drüber zu stehen. Das ist das Ding. Super Segway, bist du bescheiden? Segway, das ist doch dieses Ding, wo man fährt, oder? Genau. Genau. Ja, ich würde gerne mal so, ja, ich wollte die immer so besprühen, so tunen. Aber, ja. Faden drauf. Ja, oder faden, so mit Sprühdose, so irgendwie so. Du bist schon Sprayer eigentlich auch. Ja, da hat man sagt, ja, man sagt eigentlich Writer, weil es kommt so, das haben wir nicht gern, die sagen so Buchstaben, Writing, ja, okay. Ja, Sprüher sicher. Ja, war ich mal, jetzt bin ich in Graffiti-Pension, 6 Verhandlungen gehabt, auch im Gefängnis wegen Graffiti und hatte so ziemlich viel Stress. Was ist oder war die WM-Crew und wie steht die zum R-Club? Die WM-Crew, ja, das
kenne ich, glaube ich, vom Sehen. Aber ja, WM Crew war einer der Crews, die vielleicht auch Air Club inspiriert hat. Hm. Waren die gut? Ja, ich glaube, die waren schon. Ja, schon die Crew, die international am meisten Echo bekommen hat. Das war ja irgendwie auch sehr provokant in diesem Graffiti-Kegelverein. In dieser Graffiti-Kegelverein-Bubble mit urviel ungeschriebenen Gesetzen war das ein Versuch, da in dieser Bubble auch so zu provozieren. Das heißt, steht ja auch für Wehrmacht. Am Anfang gab es da noch viel bösere Tags. WM steht für Wehrmacht und nicht für Weltmeisterschaft. Nein, das steht für Wehrmacht. Und später dann für Wiener Melange. Ach, das ist gar nicht wegen Fußball. Ich dachte, es hätte was mit Fußball zu tun. Ja. Nein, das steht für Wehrmacht. Okay. Die Wehrmacht. Aber warum? Ja. Und ihr wart eigentlich ein Kegelverein oder die waren eigentlich ein Kegelverein? Nein, Graffiti ist. Graffiti-Szene ist irgendwann mal so ein Kegelverein, so deutsch, mit ihren Statuten, mit ihren Regeln. Und das muss so ausschauen, ja, spießig. Bist du Einzelkind? Nein. Wie viele Freunde hast du? 18. Willst du Sebastian kurz zu deinen Freunden zählen? Nein, mein Ex-Freund. So ein bisschen so wie so ein Hologramm spricht. Also so ganz langsam, so leicht befremdlich, so ein bisschen, ja, eigentlich dümmlich. Ich dachte eigentlich mehr so, der schon ein bisschen mehr im Kasten hat, aber es war irgendwie strange. Ich möchte nicht irgendwie zu jemandem irgendwie scheiße sein, aber das ist mir das Wichtigste, was ich habe eigentlich, dass ich versuche irgendwie korrekter Mensch zu sein. Und warum bist du eigentlich noch in Wien? Du könntest doch mittlerweile auch in New York oder Berlin leben. Oder in St. Pölten. Das macht es nicht besser, glaube ich, wenn man irgendwo hinfährt, wo man glaubt, das ist irgendwie gut oder groß. Ja. Wollen wir das aufschreiben kurz? Vielleicht ist das eine gute Idee. Ich hole den Stift. Hast du dich schon mal wegen der Liebe verschuldet? Wegen der Liebe? Nein, ich habe mich nur wegen der Liebe zerstört. Aber das ist eh Verschuldung, oder? Das ist halt so eine emotionale Verschuldung. Und wenn man so mit auskaufen, na, das ist zum Glück. Ich war schon mit zwei Türkinnen zusammen, aber ich musste dann nicht der Familie sozusagen. Hm. Wenn jemand anderes dazwischen grätscht, kann man Berge versetzen, aber man kann keine Berge für die Liebe versetzen, wenn der andere Mensch einen nicht liebt. Das ist halt das Problem. Deswegen habe ich jetzt nie so irgendwelche Gesten vollbracht, weil sie auch unfair dem anderen gegenüber ist, der ihn nicht mehr liebt, der macht das ja jetzt auch nicht aus reiner Boswilligkeit. Und da jetzt irgendwie eine große Geste auf den Tisch zu legen, das würde dem nur irgendwie ein schlechtes Gewissen irgendwie vielleicht aufoktrinieren. Dafür war ich in den anderen noch zu verliebt. Ich habe mich dann immer so mehr so zurückgenommen aus Respekt und nicht versucht, irgendwie da noch Druck zu machen. Ich will nur sagen,
nicht, dass du das jetzt, mhm. das ist jetzt kein Vorwurf, aber dass wir das jetzt hier so als Forum für neue Ideen für dich verwenden, dass du das jetzt alles quasi hier, es wirkt so, als würdest du jetzt hier quasi gleichzeitig weiterarbeiten. Und du meinst so ein, wie ist das, so ein Brainstorming? Ja. Also echt, das, ja, Entschuldigung, na, und die Ideen dürft ihr übergebe ich euch. Also das mit den Erlaubscheinen, Harnisch. Die können wir haben? Na, können ja, ja. Ja, fix. Ich mir gleich auf. Nur, dass du es vielleicht notierst, weil. Mm, ja. Nur, dass dann im Nachhinein, weil im Nachhinein ist es dann immer blöd, wenn man dann so ja, und dann voll. Und dann bist du ein romantischer Typ? Ja, leider. Ich bin halt so Polen und Kroaten. Ich höre oft so Jugo, traurige Jugo-Lieder. Das ist schon zu kitschig. Das ist dann so, wenn man die hört, dann heult man und ist traurig. Und dann muss man das abdrehen und denkt sich, oh mein Gott, das ist unpackbar, kitschig, too much. Trotzdem meinst du? Ja, du hieß das auch schizophren. Ja, das ganze Kunstding, hast du eigentlich diese ganze Elite. Und trotzdem versucht man sozusagen da ein bisschen so da reinzugehen, um das kaputt zu machen oder Leute da zu ärgern. Aber irgendwann verliert man sich. Und man ist dann gleichgeschalten in dem System. Das ist die ja. Gefahr. Irgendwann kriegt man dann von denen auch so Feedback und Streicheleinheiten und Leckerlis. Und in dem Moment ist man denen schon auf den Leim gegangen. Vielleicht ist bei mir auch teilweise leider so. Also man will sozusagen so subversiv da mitspielen und dann aber irgendwann ist man gar nicht mehr subversiv dabei, sondern ist da schon im System drin. Das Spannungsverhältnis zwischen Künstlern und Mäzenen ist schon ein interessantes über die. Ja, ich habe leider keinen Mäzen. Das wünscht man sich ja immer, weil ein Mäzen gibt einem irgendwie die Freiheit, das zu machen, was man wirklich will. Ja, vielleicht kann man so sagen. Ja, ich mache mehr Kunst als diese scheiß Leberkässemmel. Obwohl mittlerweile mag ich sie. Alle, die Leberkässemmel kaufen, gibt es nichts verstanden eigentlich. Ist das gute Kritik? Aber es ist eine lustige Anekdote, wie ich dann die erste Leberkässemmel abgegossen habe in einer Keramikwerkstatt auf der Angewandten. Da habe ich da so mit so Shellack ein, diesen Leberkäse oder so eingestrichen und dann, damit man den abgießen kann aus Gips, damit man diese Negativform bauen kann. Dann ist so ein Mädchen vorbeigekommen und hat gesagt, wow, lecker, Tofu. Wie hast du schön, werden uns verraten, die Sozialdemokraten. Das ist wirklich schön, ja. Du, ich habe noch eine Frage, weil es ist jetzt, wie du vorher richtig gesagt hast, Montagabend, 20.15 Uhr und es läuft gerade Der weiße Kobold auf ORF1 und irgendwie basiert dieser Film ja auf einer, also ich meine, du spielst da auch mit oder du kommst da auch vor, aber... Ich habe so, ja, glaube ich, so 2 oder 3 Cameo-Auftritte. Genau, du kommst so als Gast, aber eine Figur, die es in dem Film gibt, die von jemand anderem gespielt wird... Die heißt lustigerweise auch Martin. Die heißt Martin. Dieselbe Daunenjacke. Also der basiert so ein bisschen auf... Ein bisschen, ja. Deswegen habe ich auch nicht selber die Rolle gespielt, weil dann alle geglaubt hätten, ah, das ist das Leben von Martin Granitz. Und ja, es ist natürlich... eine Vorstadtkomödie und die ist natürlich nicht sehr authentisch. Also die Kunst, geht es jetzt nicht wirklich um Kunst, würde ich mal sagen. Weil es kein Kinofilm ist oder weil es eine Vorstadtkomödie ist? Ja, weil es eigentlich um eine Krimi, weil die Handlung jetzt nicht, dreht sich nicht um mich eigentlich, das ist eine Nebenrolle eigentlich. Und, aber trotzdem habe ich mich sehr gefreut, schon ein schöner Ritterschlag, wenn man da irgendwie auserwählt wird, da ein bisschen so für den Plot eine Vorlage zu sein. Mhm. Fandst du Frederik Lara dich gut getroffen? Nein. Der spielt mich gar nicht. Der spielt wie einen anderen. Ah, es beginnt jetzt in einer Minute, perfekt. Super. Gut, ja, am Anfang kommt da nicht wirklich viel vielleicht, Kunst. Vielleicht oder nehmen wir das gleich mit. Das
Das kann man auch einblenden, dann, glaube ich. A1. Entschuldigung. Ja, mit dem nämlich Beef. Kannst du eh weitererzählen. Ist das schon der Film? Ja, da steht schon der Name. Oh. Was ist der Unterschied zwischen Film und Kunst? So? Ja, du kennst dich da aus. Ich weiß nicht, ich glaube, dafür ist irgendwie das fast keine Zeit mehr. Aber weil du sagtest, Frage keine Zeit. Nein, aber es war schon sehr gut formuliert. Wir sind nicht in der Zeit im Bild. Ja. Es war schon schön, auch dass du jetzt mit uns in die Late-Night-Show-Welt eingetaucht bist. Martin Granditz, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Okay. Dankeschön. Ich danke. Wir können das jetzt noch weiter schauen. Genau. Ja. Also wir dann so wie bei der Zeit im Bild, man muss noch das sehen, oder? Ja. Genau. Die Wörter sind gewachsen und die Münder stumm. Das Unausgesprochene verwandelt Rückgang zu Schluchten.